Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Verdammt, guck da ran. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Und damit darf ich euch recht herzlich wieder willkommen heißen zur zweiten Folge bereits. Wir haben die erste mit einem dezenten Cliffhanger beendet. Das ist nicht mehr zu gebrauchen, ja. Und gut, wir sind hier irgendwo. Okay, hier kommen wir nicht rein, schade. Aber die... Monsieur, könnten Sie etwas aus dem Weg gehen, danke. Missionsziele. Ziel eliminieren, Leichen sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführen von Rosemary und Ethan Winters zum Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Warum auch immer. Ich frage jetzt einfach nicht nach, okay? Zumindest die Warnblinkanlage geht noch. Interessantes Kennzeichen. Nö. Ist zwar ein blauer Streifen drauf, also es müsste ein europäisches Kennzeichen sein, aber nicht ersichtlich woher. Okay, das mit Q funktioniert. Ja, die Steuerung. Okay, an das muss ich mich gewöhnen. Wenn du drehst und dann losgehst, also so auf diese Art, dann dauert es ein bisschen, bis er wirklich losschreitet. Von dem her kann ich schon schnell gehen. Nein. Ist vielleicht nachher zu beachten. Ich fühle mich gerade sau... Das war jetzt ich, oder? Ich fühle mich gerade sau unwohl. Und ich habe keine Ahnung, welchen Spuren ich hier nachschleiche. Hier werden wir uns ducken müssen. Ja. Au. Wenn sich Ethan halt einmal nicht verletzen würde. Huh.
Irgendwas ist da oben. Ich freue mich. Ach, du Scheiße. Okay, ich gehe wieder zurück und warte beim Wagen. Irgendwann kommt jemand. Ich hasse sowas. Okay. Bäh. Mitten ins Gesicht. Ernsthaft, Leute. Ah! Dummer Vogel. Kann man den irgendwie... Nein. Kann man nicht. Ach du großer Gott. Ja, bitte Nebel auch noch. Super Idee. Na toll. Ja, dann gehen wir halt mal auf das Unausweichliche zu. Eine Brücke. Ja. Von der man aber nicht runter kann. Nee. Matsch. Zum Gasbrenner haben wir ein Feuerzeug mit. Könnten wir etwas mehr Licht machen. Ah, Häuser. Okay. Kein gutes Zeichen. Gar kein gutes Zeichen. Können wir... Nein. Nee, da tropft noch was, okay. Ach, sieh mal einer an. Seil. Die Pflanze hat schon bessere Zeiten gesehen. Das Geräusch von tropfendem Wasser. Furchtbar. Okay, Tabletten, Medikamente, ein Bett. Die Taschenlampe Lampe hilft dir halt auch gerade mal 5 Meter weit zu sehen. Nee, nicht mal. 1,5 Meter oder so eher. Hier ist nix. Diese Geräusche. Ah, okay. Eine Karte zeigt Informationen zum aktuellen. Soll ich zum. Okay, was. Ah, okay. Vollständig erkundet. Passt. Ich nehme mal an. Dann gibt es hier eh nichts mehr zu holen für uns. Wir schauen uns aber trotzdem um. Okay, die Buchrücken hätten detaillierter gestaltet werden können. Vor allem, wenn man sich die anderen Sachen hier so ansieht. Oh, ein Hirsch. Die blicken so richtig zwischen, was willst du hier und du armer, armer Unwissender. Um nicht ein anderes Wort zu verwenden, das mir YouTube vielleicht
Schon wieder die gleiche Pflanze. Böse auslegt jede Menge Knoblauch. Okay. Eine Bürste. Naja, die Sachen haben es teilweise hinter sich. Okay, eine Art Heiligenbild. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte das in der Mitte irgendwie ein Embryo sein? Wie mit einem Kreuz oder so? Also mit einem liegenden Kreuz quasi. Nett. Och nö, du. Nur eine Ratte, okay. Okay. Wow. Okay. Kann ich in den Schrank und mich einschließen? Ich warte, bis Hilfe kommt. Ich will da nicht mehr rauf. Nein. Fuck, 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 fuck. Was ist das? Okay, ein Schäfer. Nein, Ethan. Nein! Nein, das habe ich... Ethan, du Arsch. Sorry. Passiert. Naja, irgendwas hat hier ein ziemlich großes Loch in eine ziemlich massive Wand gerissen. Autsch. Wir waren jetzt 6 Minuten in dem Haus und in den 6 Minuten ist es von stockfinstere Nacht auf heller Tag umgeschlagen? Ernsthaft, Spiel? Okay, ich will mich nicht beschweren, aber nee, du. Okay, haben wir alles durchsucht, dann können wir weiter. Weh. Ach nee. Das heißt, einfach darauf zugehen und warten, bis er drüber springt. Jupp, genau so. Braucht man nicht mal... Nee, nur einen Stein. Ich dachte schon wieder ein toter Vogel. Braucht man nicht mal separat zu drücken. Wo zum Teufel bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber es sieht geil aus. Okay.
Wow. Windmühle, da hinten ist irgendwie eine Fabrik oder was? Wie lange man den Vogel halt auch sieht. Da unten könnte noch jemand leben, da raucht es aus dem Schornstein raus. Eingestürzte Burg oder sowas. Ein riesiges Schloss. Rumänien in Rheinkultur. Aber es hilft nichts. Ich glaube, wir müssen da runter. Point of no return, hätte ich gesagt. Also. Nein, nein, nein. Ethan ist manchmal ein klein wenig voreilig. Upsi. Heute gibt's Salami. Mit Bier. Irgendwas quietscht hier. Ja. Das hat's definitiv hinter sich. Und frische Eier. Cool, nicht mal alle zerborsten. Okay, hier geht's nicht lang. Oh, gucken wir erstmal das Haus hier durch. Ah, jetzt weiß ich auch, was quietscht. Unheimlich. Vielleicht sind sie unterwegs. Ja. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Eintopf. Vielleicht sind sie unterwegs, ja? Okay, was immer hier gewütet hat, hat mächtig Kraft, würde ich sagen. Wow. Ja, vielleicht sind sie unterwegs. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Dietrich. Wenn ich mir jetzt das Foto hier ansehe, wo ich eine alte Frau am Spinnrad sehe und dann die Teller. Naja. Hin und wieder ist der Detailgrad der Texturen sehr interessant gewählt. Okay, hier hat man Kaninchen gezüchtet oder so irgendwas. Würde ich mal annehmen, für Pferde sind die Käfige ein wenig zu klein. Spritzen. Nimm die Gabel. Ethan, nimm die Gabel. Irgendwas fehlt. Toll. Werden. Jupp. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber warte mal, wenn das hier dieselbe Straße ist. Ja, jetzt kann ich auch schneller gehen. Sehr angenehm. Pferd? Ach Mist. Was muss ich auch hier zurückgehen? So ein Sheet. Gibt's hier irgendwas, was ich brauchen kann? Mehl, eine Handtasche, Bücher, Saft. Juice nämlich. Half whole floor, okay.
Interessant, dass die Dinge auf Englisch beschriftet sind. Aber ich will ja nicht meckern. Ach so. Dieses Tor kennen wir schon. Da ist ein Vogel. Da sind mehrere Vögel. Gut, Innenhof. Hier kamen wir raus. Hier sind noch Käfige. Toilette ist gut. Ich mache mir nämlich ins Höschen. Gleich wie beim letzten Teil. Nicht so interessant. Die ist schon länger nicht mehr verwendet worden. Blutspritzer. Nett. Noch mehr Blut. Nett. Ach so, das ist das Holz. Okay. Hier gibt's nichts zu sehen für uns. Do not enter. Ja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht durchkommen. Darum hängt wahrscheinlich auch das Schloss dran. Und hier... Ach so, das ist Abwehren, genau. Hier gibt es auch kein Durchkommen. Gut. Ich würde aber sagen, dass wir hier das Ganze ein wenig anders machen als bei Resi 7. Im siebten Teil haben wir ja, ich höre die Musik, haben wir immer schön... Was? Ach nee. Immer schöne Enden gemacht für die einzelnen Folgen. Holla die Waldfee. Was? Das frage ich mich auch gerade. Wie kommt der Bär hierher? Hier dudelt ein wenig Musik. Hier ist nix, okay. Nicht sehr hilfsam. Ja, wie gesagt, bei Resident Evil 7 hatten wir ja dedizierte Beginne und Enden der einzelnen Folgen. Ich werde hier einfach nach ungefähr 20 Minuten einen Cut setzen. Das heißt, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das offiziell sage. Zumindest ist es mal so geplant. Ich hoffe, euch haben die ersten zwei Folgen gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da oder gebt mir Feedback und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Resident Evil 8 mit dem alten Mann im Village. Ciao! Go tell Ed Rody. Go tell Ed Rody that everybody